Im Zeitraum von März bis Juni 2022 wurde das Projekt am Campus Göppingen zur sauberen und nachhaltigen Entsorgung von Haushaltsmüll ins Leben gerufen. Im Rahmen dieses Projektes entwickelte unser Team eine Küchenkompostieranlage in Haushaltsgröße zur einfachen Entsorgung von organischen sowie Küchenabfällen aller Art. Der Prozess verläuft geruchlos, hygienisch und unkompliziert. Erste Konzepte der Konstruktion wurden zunächst auf Papier skizziert ausgewertet. Anschließend einigte man sich auf ein Design, welches anschließend in CAD modelliert wurde. Der hölzerne Prototyp nutzt das Prinzip eines Trommelkomposters, sprich, man kann die Konstruktion um ihre eigene Achse drehen. Im Inneren des Gehäuses befinden sich mehrere Kammern, wobei jede eine unterschiedliche Funktion hat, wie beispielsweise die Aufbewahrung der Elektrik. Dieses Bild veranschaulicht die Drehbarkeit des Gehäuses. Dies hat den Nutzen, dass der Kompost nach hinten geworfen wird und so Platz für Neuen schafft. Um jedoch sicher zu sein, dass die gewählte Kompostiermethode auch gute Ergebnisse liefert, wurden mehrere Vorversuche in Plastikeimern durchgeführt. In solchen Eimern wurde der Abfall kompostiert. Während der Vorversuche wurde wöchentlich sowohl eine Temperatur- als auch eine pH-Wertmessung durchgeführt. Alle Messdaten wurden hierfür protokolliert und anschließend ausgewertet. Kompost zu Beginn. Bereits nach 4 Wochen ist ein großer Unterschied zum anfänglichen Abfall sichtbar. Im Labor wurden die einzelnen Teile schließlich zusammengesetzt. Für eine gute Kompostierung müssen folgende Funktionen vorhanden sein: Abfallzerkleinerung, Heizen, Durchmischen, Sensoren zur Feuchtigkeits- und Temperaturmessung. Zur Steuerung kommt ein Arduino zum Einsatz. Ist alles montiert, kann kompostiert werden.